Zweibrücken liegt in der Westpfalz auf der Westrischer Hochfläche, unmittelbar an der Grenze zum Saarland. Nach Pirmasens, das am Westrand des Pfälzerwaldes liegt, sind es etwa 26 Kilometer, nach Saarbrücken 40 Kilometer und nach Kaiserslautern 55 Kilometer. Durch Zweibrücken fließen der Schwarzbach, der westlich von Zweibrücken bei Einöd in die Blies einmündet, sowie der Hornbach, der bei Bitsch entspringt und im Stadtgebiet in den Schwarzbach mündet. Das Herzogsschloss Zweibrücken, in seiner derzeitigen Form 1725 errichtet, ist der größte pfälzische Profanbau im Barockstil nordischer Prägung. Die Alexanderkirche. Sie wurde 1489 von Fürst Alexander von Pfalz-Zweibrücken bei seiner Rückkehr von der Pilgerfahrt ins Heilige Land gestiftet und 1493 begonnen. Die evangelische Karlskirche ist neben der Alexanderkirche das Wahrzeichen der westpfälzischen Stadt Zweibrücken. Die Zweibrücker Fußgängerzone hat sich ihren besonderen Charme bewahrt, mit vielen vom Inhaber persönlich geführten Geschäften, individueller Beratung und umfassenden Dienstleistungen. Zahlreiche Cafés, Kneipen und Bistros laden die Besucher zum Verweilen ein. Auch junge Familien fühlen sich in der Einkaufsstadt Zweibrücken sehr wohl. Ohne Hektik und Stress kann jeder gemütlich auswählen, was ihm gefällt, und wenn es einmal länger dauert, sorgen die vielen Spielgeräte in der Fußgängerzone für gute Laune bei den Kindern.